New York City, 725 Fifth Avenue. Ein bräunlich-golden schimmernder Monolith aus Glas und Beton. Der Trump Tower ist zum Symbol geworden für Donald Trumps Aufstieg vom Immobilienmogul zum mächtigsten Mann der Welt. Hier hat Donald Trump seine Kandidatur verkündet und hier hat er seine erste Pressekonferenz als Präsident gegeben. Eine Präsidentschaft, die von Beginn an unter einem dunklen Schatten steht. Das FBI untersucht die Einflussnahme der russischen Regierung auf die Präsidentschaftswahl 2016. Und das umfasst alle Verbindungen zwischen einzelnen Personen des Trump-Wahlkampfteams und der russischen Regierung. Der Trump Tower ist Anziehungspunkt für Menschen, die dem Präsidenten noch gefährlich werden könnten. Seit Jahrzehnten hat der Trump Tower Mitglieder der großen amerikanischen und russischen Mafia-Syndikate angezogen oder beherbergt, Drogenhändler und korrupte FIFA-Funktionäre. Er hat immer mit Leuten zusammengearbeitet, von denen er wusste, dass sie enge Verbindungen zur organisierten Kriminalität hatten. Und er hat trotzdem Geschäfte mit ihnen gemacht. Bei unseren Recherchen stoßen wir auf russische Oligarchen, Geldwäscher, Betrüger und gesuchte und verurteilte Gangster. Verbindungen mit politischer Sprengkraft, die immer wieder zur Fifth Avenue New York führen, dem Trump Tower. Washington, D.C. Seit Monaten geistert durch die Hauptstadt der Vereinigten Staaten ein ungeheuerlicher Verdacht. Der Verdacht, dass der mächtigste Mann der Welt seine Präsidentschaft einer russischen Geheimdienstoperation zu verdanken hat. Wenn die Russen durch ihre Geheimdienstoperationen tatsächlich den Präsidenten der Vereinigten Staaten bestimmt haben sollten, dann wäre das die größte Spionageaktion der Geschichte. Es wäre die erfolgreichste Geheimdienstoperation der Geschichte. Wir müssen das herausfinden, denn es geht um die Frage, ob der Präsident im Amt bleiben darf. Hier im Kapitol und seinen Nebengebäuden untersuchen seit Monaten verschiedene Ausschüsse des US-Kongresses die Rolle, die Russland bei der Wahl gespielt hat. Die US-Geheimdienste waren in einem Bericht zu dem Ergebnis gekommen, dass der russische Präsident eine Geheimdienstoperation angeordnet hatte, um Hillary Clinton zu schaden und Donald Trump zur Präsidentschaft zu verhelfen. Und auch Donald Trump selbst hat durch eigene Äußerungen diesen Verdacht immer wieder genährt. Russland, falls ihr zuhört, ich hoffe, dass ihr es schafft, die 30.000 fehlenden E-Mails zu finden. Mitten im Wahlkampf die unverblümte Bitte an den russischen Geheimdienst, E-Mails Hillary Clintons aufzutreiben, die seine Konkurrentin in ihrer Zeit als US-Außenministerin auf privaten E-Mail-Servern abgelegt hatte. Das, was geschah, geschah in aller Öffentlichkeit. Dass die Russen E-Mails der Demokraten hackten, das geschah vor unser aller Augen. Dass diese Informationen veröffentlicht wurden, um Donald Trump zu helfen und seinen Gegnern größtmöglichen Schaden zuzufügen, das geschah öffentlich. Dass Donald Trump die Russen lobte und sie aufforderte, noch mehr zu tun, das geschah in aller Öffentlichkeit. Dass die Republikaner ihr Parteiprogramm in Putins Sinne umschrieben, das geschah vor unser aller Augen. Dass die Leute, denen Trump wichtige Posten im nationalen Sicherheitsapparat gab, unangemessene Verbindungen zu Russland hatten, das alles geschah öffentlich. New York City. Hier laufen während des Wahlkampfs die Fäden zusammen. Im Trump Tower gehen Trumps Berater ein und aus. Manche haben schon lange eigene Büros in dem Gebäude, andere private Luxus-Apartments. Und viele von ihnen, wie mittlerweile bekannt, haben zumindest problematische Kontakte nach Russland. Oft ist auch viel Geld geflossen. Trumps nationaler Sicherheitsberater muss gehen, als eine Zeitung berichtet, dass er diese Kontakte geheim gehalten hat. Donald Trump selbst aber sagt und twittert immer wieder,
dass es keine Verbindungen zu Russland gebe und ergreift die FBI-Untersuchungen an. Die Trump-Russland-Verbindungen sind eine totale Ente. Wann wird diese vom Steuerzahler finanzierte Farce enden? Viele in Washington, in Amerika, sehen das allerdings anders. Auch David Frum. Frum ist einer der führenden konservativen Intellektuellen der USA und hat im Weißen Haus für George W. Bush gearbeitet. Die Russland-Verbindungen des Präsidenten Trump beginnen mit den Russland-Verbindungen des Geschäftsmanns Donald Trump. Und was diese Verbindungen Trumps nach Russland betrifft, so gibt es viele Geheimnisse, aber keine Rätsel. Trump suche das Geschäft um jeden Preis. Alles begann 1987. In diesem Jahr macht Trump eine Reise in die Sowjetunion, nach Moskau und St. Petersburg. Er ist, wie er später erklärt, als Gast von Intourista, der sowjetischen Tourismusagentur. Bei Intourist handelte es sich, wie wir heute wissen, um eine Frontorganisation des KGB. Er reist dorthin, um die Möglichkeit auszuloten, Intourist-Hotels der Marke Trump zu bauen. Und als er zurückkommt, macht er ein paar sehr interessante Sachen. Als Donald Trump zurückkehrt, gehe er zum ersten Mal politisch in die Offensive, sagt Russland-Experte Scott Horton. Der Rechtsanwalt hat nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verschiedene Ostblockländer bei der Korruptionsbekämpfung beraten. Und er verfügt über exzellente Kontakte. Er beruft sofort einen Sondierungsausschuss ein, der die Aussichten einer Trump-Präsidentschaftskandidatur auslotet. Außerdem gibt er innerhalb von wenigen Wochen ungefähr $130.000 für ganzseitige Werbeanzeigen in der New York Times, der Washington Post und dem Boston Globe aus, in denen er die NATO heftig attackiert. Mit dieser Werbeanzeige ganz im Sinne der Sowjetunion beginnt Trump seine politische Karriere. Er hat die NATO während seines Wahlkampfes kritisiert. Aber die NATO mitten im Kalten Krieg zu attackieren? Ja, Trump hat das tatsächlich getan, gleich nach seiner Rückkehr aus Moskau. Was sich damals nur vorsichtig andeutet, beschäftigt heute ganz Washington. Die Geheimdienstausschüsse des Kongresses, ein Sonderermittler und der Rechtsausschuss des Senates wollen Aufklärung, suchen nach dem Warum, wollen wissen, ob Russland gegen Donald Trump etwas in der Hand hat. Und immer wieder stellen sie dabei die Frage nach der Vergangenheit des Präsidenten und seinen geschäftlichen Verbindungen. Direktor Comey, jeder weiß, dass die Russen finanzielle Investitionen gerne dazu nutzen, Einfluss auf wichtige Leute zu gewinnen. Von diesen fordern sie später dann Gefallen ein. Wir alle wissen, dass Russen unsere Wahl zugunsten Präsident Trumps beeinflusst haben. Die Geheimdienstuntersuchungen haben das bestätigt. Was ich wissen will, ist, warum haben sie Trump geholfen? Mir scheint, dass man diese Frage nur beantworten kann, wenn man Trumps Geschäften auf den Grund geht. Of the president's financial dealings. Wenn man Donald Trumps geschäftliche Verstrickungen verstehen will, dann führen alle Wege hierher zurück nach New York City, den Ort seines Aufstiegs. Das finanzielle und geschäftliche Herz des Trump-Imperiums schlägt hier in Manhattan, an der Fifth Avenue, im Trump Tower. Seit 1983 dirigiert er von hier aus sein Unternehmen. Inszeniert er sich als erfolgreicher Geschäftsmann, als schillerndes Mitglied der High Society. Der Trump Tower erzählt viel über den Geschäftsmann Donald Trump und seinen Charakter. Schon damals beim Bau des Towers wird klar, dass Trump bereit ist, alles zu tun, um zu erreichen, was ihm wirklich wichtig ist. Kurzerhand erklärt er das Gebäude zu einem 68-stöckigen Wolkenkratzer, obwohl der nur 58 Stockwerke hat.
Wir haben die Zahl der Stockwerke erhöht und das mit der Höhe der Decken gerechtfertigt. Wir haben mit dem 14. Stock angefangen, der eigentlich nur der 6. war, und haben mit dem 18. weitergemacht. Der war jetzt die 26. Es gab 3 Stockwerke für die Mechanik, 19 A, B und C. Aus denen haben wir den 27., 28. und 29. Stock gemacht. Deshalb gingen die Wohnungen erst bei dem 30. Stock los, obwohl sie auf den Plänen schon beim 20. hätten beginnen müssen. Warum hat er das gemacht? Weil nach Donalds Meinung eine Wohnung im 30. Stock besser ist als eine im 20. Je höher das Apartment liegt, desto mehr Geld kannst du dafür verlangen. Barbara Ress war von 1980 bis 1984, wenn man so will, die rechte Hand Donald Trumps. Als Ingenieurin verantwortlich für den Bau des Trump Towers. Eine enge Vertraute. Und am Rande bekommt sie mit, dass schon beim Bau des Wolkenkratzers Gestalten aus der New Yorker Halbwelt beteiligt sind. Ich habe davon gehört, dass es da eine Person gab, die ins Gefängnis musste. John Cody, ein Vertreter der Teamster-Gewerkschaft, ein sehr mächtiger Mann. Er war ein mafianaher Gewerkschaftsboss. Seine Gewerkschaft organisierte die Fahrer und konnte so bestimmen, ob Baustellen beliefert werden oder nicht, auch die vom Trump Tower. Für Codys Freundin wurde später ein luxuriöses zweistöckiges Apartment im Trump Tower gebaut, obwohl nichts dafür sprach, dass sie sich ein so teures Apartment hätte leisten können. Während andere Immobilienentwickler im New York der 80er Jahre Probleme mit den Mafia-kontrollierten Gewerkschaften haben, läuft beim Bau des Trump Towers alles wie am Schnürchen. Der New Yorker Immobilienmarkt war schon immer unterwandert von Gewerkschaften, die von der Mafia kontrolliert wurden. Trump war also nicht der einzige Bauunternehmer, dessen Wege sich mit der Mafia kreuzten. Viele seiner Konkurrenten bemühten sich allerdings, ihre Kontakte mit der Mafia so gering wie möglich zu halten oder ganz zu beenden und andere Lieferanten zu finden. Manchmal klappte das, manchmal nicht. Trump jedoch hat nie auch nur versucht, diesen Leuten aus dem Weg zu gehen. Stattdessen hat er sie so gut er konnte hofiert. Donald Trump bekommt Beton für den Bau seines Wolkenkratzers, während andere verzweifelt warten. Der Betonhandel ist zu dieser Zeit fest in der Hand der amerikanischen Cosa Nostra. Deren mächtigster Boss ist Fat Tony Salerno, der Kopf der Genovese-Familie aus New York. Die Verbindung ist Trumps Anwalt Roy Cohn, ein gefürchteter Mafia-Anwalt. Roy Cohn war Trumps Lawyer. Roy Cohn war Trumps Anwalt. Er war, abgesehen von Trumps Vater, der wichtigste Mentor in seinem Leben. Roy Cohn vertrat die Genovese-Mafia-Familie und ihren Boss Fat Tony Salerno. Man geht davon aus, dass Trumps Beziehung zu Roy Cohn ihm Kontakte zum organisierten Verbrechen ermöglichte, als er die Mafia dringend brauchte, um neue Projekte zu bauen. Der Trump Tower wird über die Jahre zu einer Art Magnet für das organisierte Verbrechen aus der ganzen Welt. Es ist eine lange Liste. Viele hochrangige Figuren des organisierten Verbrechens haben im Trump Tower residiert. Nicht nur amerikanische Verbrecher, sondern auch Gangster aus Russland und ehemaligen Sowjetrepubliken. Sie nutzten den Trump Tower als Zentrum für kriminelle Machenschaften, unter anderem Glücksspiel, Prostitution und Drogenhandel. Eine dieser Organisationen ist die sogenannte Taiwanschik-Trincher-Organisation. Die belegt gleich ein ganzes Stockwerk unterhalb von Donald Trumps Penthouse. Einige Mitglieder kaufen zusätzlich Apartments.
Aus dem Trump Tower heraus organisieren sie illegales Glücksspiel, Erpressung, aber vor allem Geldwäsche für russische und osteuropäische Oligarchen im ganz großen Stil. Es geht dabei mindestens um 100 Millionen Dollar. Das FBI kommt ihnen auf die Schliche, überwacht die Mitglieder des russisch-amerikanischen Verbrechersyndikats, hört sie jahrelang ab. 2013 schlägt das FBI schließlich zu. 34 Mitglieder des Syndikats werden festgenommen und zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Verbindungen zwischen der russischen Mafia und den USA und die Berührungen mit dem Trump Tower aber beginnen schon viel früher. Um 1992 herum nahm der Einfluss der russischen Mafia in Amerika deutlich zu. Gruppen wie die Mogilevich-Familie und andere fassten Fuß und bauten Beziehungen zu den alteingesessenen amerikanischen Mafiagruppen auf, vor allem zur Genovese-Familie. Sie breiteten sich in New York, Miami, Las Vegas und Los Angeles aus. Sie wurden zu einem schlagkräftigen und besonders gewalttätigen Teil des organisierten Verbrechens in Amerika. '92 reist dieser Mann aus Russland in New York ein. Vyacheslav Ivankov, genannt Japonchik, der kleine Japaner. Er gehört zur Bruderschaft der Diebe, einer der damals größten und brutalsten russischen Mafia-Organisationen. In Moskau treffen wir uns mit einem der weltweit führenden Experten für das organisierte russische Verbrechen. Mark Galeotti hat für die britische Regierung gearbeitet, ist Wissenschaftler, verfügt über beste Kontakte in Russland. Mit Ivankov habe in den USA eine neue Ära des organisierten Verbrechens begonnen. Alles beginnt mit der Ankunft einer Figur namens Japonchik, Vyacheslav Ivankov. Ivankov wurde von der russischen Mafia nach Amerika geschickt, quasi als Botschafter. Obwohl das vielleicht nicht das richtige Wort ist, denn er war alles andere als eine diplomatische Person. Ivankov hatte den Auftrag, eine Brücke zu bauen zwischen russischen Gangstern in New York und denen im Mutterland. Brooklyn, New York, Little Odessa. Es ist ein kleines Stück Russland in Amerika. Hier soll Japonchik die lokalen kriminellen Vereinigungen zusammenführen. Er soll sie zu einem schlagkräftigen Verbrechersyndikat mit internationalen Verbindungen ausbauen. Er verkörperte den klassischen, mit Tattoos übersäten Gangster der alten Schule. Gleich nach seiner Ankunft in Amerika widmete er sich dem Verbrechen. Das FBI bekommt Wind davon, dass ein mächtiger russischer Mafia-Boss eingereist ist und sucht ihn. In seinem Buch Red Mafia, Rote Mafia, zitiert der amerikanische Journalist Robert Friedman den FBI-Agenten James Moody. Wir haben ihn gesucht und gesucht und gesucht, haben auf jeden Busch geklopft. Dann haben wir ihn schließlich lokalisiert in einem Luxus-Apartment im Trump Tower in Manhattan. Ivankov bemerkt, dass er beobachtet wird und taucht unter. Er sei wie ein Geist, werden Ermittler zitiert. Schließlich können sie die Spur wieder aufnehmen. Diesmal im Taj Mahal, in Trumps Spielcasino in Atlantic City. Es ist dieser Mann, der Ivankov nach Amerika verhilft, Semyon Mogiljewitsch, eine der zentralen Figuren der russischen Mafia. Ein Name, auf den wir bei unseren Recherchen immer wieder stoßen werden. In einem mehr als 100-seitigen vertraulichen Bericht analysiert das FBI schon 1996 die Struktur und die Aktivitäten seiner Organisation. Dazu gehören der illegale Handel mit Waffen und radioaktiven Substanzen, Prostitution, Drogen- und Diamantenhandel und Geldwäsche. Jahrelang führt ihn das FBI auf seiner Most Wanted List als einen der 10 meistgesuchten Verbrecher und auch Interpol fahndet nach ihm. Er ist derjenige, zu dem Mafiosi gehen, wenn sie Geld verschieben, waschen oder investieren wollen. Er ist so etwas wie der Bankier des russischen organisierten Verbrechens.
Er befindet sich derzeit in Russland, obwohl er mit internationalem Haftbefehl gesucht wird. Um eine Auslieferung muss er sich hier keine Sorgen machen. Er scheint sich sehr wohl zu fühlen hier in Moskau. Sein Botschafter Japonchik aber wird schließlich verhaftet, verurteilt und nach Russland abgeschoben. ...1996 wird er dort auf offener Straße erschossen. Die Zeit des Mannes, der die russische Mafia in Amerika aufgebaut hat, ist vorbei. Das russische organisierte Verbrechen ist dabei, sich zu verändern, wird immer mehr zu einem Instrument des russischen Staatsapparates. Die Gangster alter Schule werden nicht mehr gebraucht. Die Struktur des organisierten Verbrechens in Russland und ihre Beziehung zum Staat unterscheidet sich stark von denen traditioneller Mafia-Gruppen. Das russische organisierte Verbrechen hat einen anderen, einen politischen Charakter. Mafia-Organisationen werden in Russland toleriert, weil sie eine Art Pakt mit der Regierung geschlossen haben und für die Regierung, den Staatsapparat, wichtige Dienstleistungen erbringen. Sie haben einen geschützten Status und führen politische Missionen für ihre Herren im russischen Geheimdienst durch. Und diese Missionen zielen oft auf Politiker ab und auf mächtige Geschäftsleute. Ihr Mittel dabei ist die Verwicklung. Sie verstricken diese Personen in geschäftliche Unternehmungen. Wurde auch Donald Trump Teil dieser Strategie? Fest steht, in den USA gerät der Geschäftsmann Donald Trump seit den 90er Jahren immer mehr ins Straucheln. Der selbsternannte Immobilienmilliardär hat sich mit seinen Projekten wie dem mittlerweile geschlossenen Spielcasino in Atlantic City finanziell überhoben. Milliarden verbrannt. Anfang der 90er Jahre entkam er knapp dem persönlichen Bankrott, indem er sich Geld von seinem Vater lieh. Und wie wir wissen, gingen sechs seiner Firmen pleite. Darunter sowohl Immobilienprojekte als auch seine Casinos. Grund dafür war, dass er finanziell, strategisch und unternehmerisch undiszipliniert war. Er ist nicht in der Lage, große Projekte zu leiten. Das größte Projekt, das er je leitete, war Atlantic City, und dieses Projekt scheiterte kläglich. Timothy O'Brien hat Trump oft begleitet und interviewt, war mit ihm in dessen Privatjet unterwegs, hat Einblick in seine Geschäfte gehabt. Er schreibt eine Biografie und kommt darin zu einem Schluss, der Donald Trump wütend macht. Laut meiner Quellen war Trumps Vermögen geringer als $1 Milliarde, zu einer Zeit, in der er behauptete, mehr als $6 Milliarden schwer zu sein. Also verklagte er mich auf $5 Milliarden. Das war deutlich mehr als der Vorschuss für mein Buch. Ich denke, er wollte damit deutlich machen, wie falsch er die Angaben in meinem Buch fand. Wir haben mit harten Bandagen gekämpft, prozessiert, ihn 2 Tage lang eidesstattlich aussagen lassen, und er hat den Fall verloren. Florida, West Palm Beach. Wir haben uns mit einem Mann verabredet, der seit vielen Jahren die Finanzströme aus den ehemaligen Sowjetrepubliken untersucht. Hunderte Millionen landen auch hier in Florida, investiert über Briefkastenfirmen, vor allem in Immobilien. Wurden diese Millionen auch genutzt, um sich Einfluss auf Donald Trump zu sichern? James S. Henry war Chefvolkswirt der Unternehmensberatung McKinsey. Er ist ein weltweit tätiger Experte zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Er hat viele Regierungen beraten. Die Frage ist, wie Trump in der Lage war, seine Projekte zu finanzieren, nachdem er insgesamt 6-mal bankrott gegangen war. Große New Yorker Banken haben ihm in den 90er Jahren viele Milliarden Dollar geliehen, die er nicht zurückzahlen konnte. Er war also praktisch unfinanzierbar. Für Donald Trump aber habe sich eine neue Geldquelle aufgetan. Donald Trump behauptet gerne, dass er keine Investitionen in Russland hat, aber das ist nur die halbe Wahrheit.
Es gibt nämlich viele Leute aus Russland und anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion, die ihr Geld aus Russland herausgeholt und in Trumps Projekte gesteckt haben. Die waren nicht so wählerisch wie normale Banken oder Investoren. Zu einer Zeit, in der Trump praktisch unfinanzierbar war, konnte er plötzlich diese Welle russischen Fluchtkapitals reiten. Donald Trumps Sohn, Donald Jr., macht später in einem Interview keinen Hehl daraus, woher das Geld kommt, das seit Jahren in die Trump-Organisation strömt. Was unsere High-End-Produkte angeht, machen Russen einen überproportionalen Anteil aus. Wir sehen viel Geld aus Russland hereinkommen. Auch im Villenviertel von West Palm Beach kommt es zu einer bemerkenswerten Transaktion. Donald Trump besitzt hier eine Luxusvilla direkt am Meer. Für 41 Millionen Dollar hat er sie 2004 gekauft. Aber er hat finanzielle Probleme, muss der einzigen Bank, die ihm noch Geld leiht, eine Kreditrate zurückzahlen. Auf dem Höhepunkt der Immobilienkrise in den USA bekommt er ein Angebot, das er nicht ablehnen will oder kann. Dmitri Rybolovlev, ein russischer Oligarch mit einem geschätzten Vermögen von 7 bis 9 Milliarden Dollar, kauft im Juni 2008, also genau zur Zeit der Immobilienkrise, ein Grundstück von Trump für 95 Millionen Dollar, obwohl Trump 4 Jahre zuvor weniger als die Hälfte, nur 41 Millionen Dollar, dafür gezahlt hatte. Trump konnte dadurch eine Schuld bei der Deutschen Bank begleichen, die sich genau auf 40 Millionen Dollar belief. Rybolovlev ist ein milliardenschwerer Oligarch mit Kontakten in den Kreml. Er ist Präsident des AS Monaco, hier links im Bild. Und er war einer der größten Anteilseigner der Bank of Cyprus, die immer wieder der Geldwäsche verdächtigt wird. Uns liegen die Dokumente vor, die die Summen belegen. Es ist ein Deal, der mittlerweile auch den US-Senat beschäftigt. Die 95 Millionen Dollar im Jahr 2008, das sind 54 Millionen mehr, als Trump 4 Jahre zuvor gezahlt hatte. Warum hat er so viel Geld für das Grundstück ausgegeben? Er hat es danach weder entwickelt, noch hat er etwas anderes damit gemacht. Es drängt sich die Vermutung auf, dass mit dieser Transaktion eine große Summe Geld direkt in Trumps Tasche bewegt werden sollte. Zu den Merkwürdigkeiten dieser Geschichte gehört auch, dass die Villa nach dem Kauf angeblich niemals bewohnt wird. Das Grundstück liegt jahrelang brach. Rybolovlev lässt die Villa schließlich abreißen. Und Rybolovlev ist nicht der einzige Oligarch. 2013 zahlt dieser Mann 12 Millionen Dollar dafür, dass er die Miss Universe-Wahl, an der Trump die Rechte besitzt, in Moskau abhalten darf. Aras Agalarov, ein Mann mit mächtigen Freunden. Und das ist nur das, was sich vor den Augen der Öffentlichkeit abspielt. Im Trump Tower ist Anfang des Jahrtausends eine Firma eingezogen, mit dem Namen Bayrock. Sie residiert im 24. Stock. Bayrock war einer der größten Partner von Donald Trump in New York. Zwischenzeitlich war von Projekten im Wert von 2 bis 5 Milliarden Dollar die Rede, die Bayrock mit der Trump-Organisation entwickeln wollte. Ihr Gründer ist Tevfik Arif. Arif war in der Sowjetunion Vizeminister im Handelsministerium zuständig für Tourismus. Die türkische Polizei ermittelt jahrelang gegen ihn. Er soll unter anderem einen internationalen Prostitutionsring für Oligarchen betreiben. Seine Telefone werden abgehört. Arif wird 2010 in Antalya festgenommen. Aber die Anklage wird fallen gelassen, weil die Mädchen nicht gegen ihn aussagen. In New York, hier aus dem Trump Tower heraus, will Arif in den amerikanischen Immobilienmarkt investieren. Er macht einen Mann zu seinem Partner, der im Dunstkreis der russischen Mafia groß geworden ist, Felix Sater. Er kommt zusammen mit seinem Vater nach Amerika. Dieser ist laut FBI und Gerichtsunterlagen ein Mitglied der Mogilevich-Gang. 1991 wird Sater verurteilt, weil er in einer Bar jemandem ein abgebrochenes Margarita-Glas durch das Gesicht gezogen hat. 2 Jahre geht er dafür ins Gefängnis, aber das ist erst der Anfang.
Als er rauskommt, beginnt er sofort eine neue Karriere. Wertpapierbetrug. Es geht dabei um einen Aktienschwindel, bei dem bis zum Jahr 1998 Kleinanleger um mehr als 40 Millionen Dollar gebracht werden. Die meisten seiner Partner bei diesem Komplott sind erfahrene Betrüger. Es ist eine Art Koalition der russischen Mafia mit 4 der 5 großen Mafia-Familien aus New York. Bevor Sater aber verhaftet werden kann, verschwindet er offenbar nach Russland. Was dort genau passiert, ist unklar. Fest steht, Sater kehrt in die USA zurück und kooperiert mit den Strafverfolgungsbehörden. Es gibt einen geheimen Deal. Dabei könnten seine guten Kontakte zur russischen Mafia eine Rolle gespielt haben. Er behauptet später in einem Interview, für das FBI und die US-Geheimdienste Informant gewesen zu sein. Das FBI und die CIA scheinen Teil des Ganzen zu sein. Das heißt, Sater habe der CIA bei der Terrorismusbekämpfung geholfen. Ich denke, die Sorge hier ist, dass Sater Teil einer großen Operation war, in der es um das organisierte Verbrechen und den russischen Geheimdienst ging. Es könnte sein, dass er seine Rolle als Informant genutzt hat, um seine Vergangenheit geheim zu halten. Auf jeden Fall kann jetzt niemand mehr nachvollziehen, wer Felix Sater wirklich ist und für wen er arbeitet. Sater und Arif haben in den USA Großes vor. Immobilienprojekte in Milliardenhöhe und sie gewinnen einen Geschäftspartner, der zwar finanziell angeschlagen ist, aber einen großen Namen hat. Donald Trump. Gemeinsam arbeiten sie an Projekten im ganzen Land. In New York, Fort Lauderdale, Florida, Phoenix, Arizona. Bei den meisten Projekten schaffen Arif und Sater das Kapital heran. Trump gibt nur seinen Namen. Beim Trump Soho Gebäude in Manhattan ist er aber auch Anteilseigner. Dass Banken und Versicherungen überhaupt Geschäfte mit Bayrock machen, wird aber erst dadurch möglich, dass Saters kriminelle Vergangenheit von den Behörden durch den Deal unter Verschluss gehalten wird. Seriöse Institutionen würden einer Firma, an der ein ehemaliger Betrüger beteiligt ist, die kalte Schulter zeigen. Wenn jemand wegen Aktienbetrugs in Höhe von 40 Millionen Dollar schuldig ist, dann ist das für die meisten Banken ganz automatisch ein Ausschlusskriterium. Seit 2005 arbeitet Donald Trump vom Trump Tower aus mit Sater, Arif und Bayrock zusammen. Wusste er von Saters krimineller Vergangenheit? Wenn ja, wann hat er davon erfahren und wie hat er sich verhalten? Fragen von immenser Bedeutung. Denn von den Antworten könnte abhängen, ob sich Donald Trump der Beteiligung an einer kriminellen Verschwörung schuldig gemacht hat. So jedenfalls sehen es die Anwälte Fred Oberländer und Richard Lerner. Der Punkt ist, wenn jemand zu dir kommt und mit dir eine Immobilien- oder Investmentfirma aufbaut und er dir verschweigt, dass er ein verurteilter Straftäter ist, dann setzt er dich der Gefahr aus, dass du für eine lange Zeit ins Gefängnis gehen könntest. Das hat einen einfachen Grund. Wenn man sich Geld von Banken leiht oder Investoren mit ins Boot holt und ihnen nicht die Wahrheit sagt, macht man sich des Betrugs schuldig. Oberländer ist Experte für internationales Steuerrecht, prozessiert als Privatperson im Namen der New Yorker Bürger wegen Steuerhinterziehung gegen die Firma Bayrock. Wir sind im Besitz von Dokumenten, aus denen hervorgeht, dass Bayrock gegenüber Geschäftspartnern Felix Saters kriminelle Vergangenheit verschweigt. Darunter auch ein Fragebogen zu einer Versicherungspolice, die Bayrock abschließen möchte. Darin wird Bayrock ausdrücklich nach Strafverfahren gegen das Führungspersonal gefragt. Bayrock verneint alle Fragen. Nach außen verschweigt Bayrock nicht nur Saters kriminelle Vergangenheit, sondern selbst, dass er Anteilseigner und Partner ist. Dem ZDF aber liegen interne E-Mails und andere Dokumente vor, aus denen klar wird, dass die Bayrock-Führung über Sater Bescheid wusste und seine Beteiligung bewusst geheim hielt.
Es liegen zwei Fälle von Betrug vor. Zum einen wurde verheimlicht, dass Sater Anteile an der Firma hatte. Das ist illegal. Und zum anderen wurde Saters kriminelle Vergangenheit verheimlicht. Eine Bundesrichterin hier in New York kam in einem Beschluss im Dezember 2016 zu folgender Feststellung. Wenn diese Fakten bewiesen werden, dann macht sich jeder, der sich daran beteiligt, schuldig. Was Lerner sagt, ist, dass die Firma Bayrock zu einer kriminellen Vereinigung wird, weil sie im Geschäftsverkehr systematisch Felix Saters kriminelle Vergangenheit verschweigt. Dafür könnte man viele Jahre ins Gefängnis gehen. Bei Bayrock scheint man sich der Gefahr bewusst zu sein. In einem internen Brief wird von dem Risiko gesprochen, dass Felix Saters Vergangenheit entdeckt werden könnte. Und weiter, dass ein Geschäftspartner damit gedroht hätte, auch Donald Trump zu verklagen, weil der wissentlich gemeinsam mit Vorbestraften Geschäfte gemacht habe. 2013 wird Donald Trump in einem Gerichtsverfahren eidesstattlich vernommen und auf Felix Sater angesprochen. Er spielt seine Beziehung zu Felix Sater herunter, will sich kaum an ihn erinnern. Wie viele Gespräche haben Sie mit Herrn Sater geführt? Über die Jahre? Ja, über die Jahre. Nicht viele. Wenn er hier im Raum sitzen würde, ich wüsste nicht, wie er aussieht. Donald Trump weiß also nicht, wie der Mann aussieht, mit dem er jahrelang Geschäfte gemacht hat, der seine Kinder Ivanka und Donald Jr. in Russland begleitet hat, dessen Firma ihre Geschäftsräume im Trump Tower hatte und der noch 2010 eine Visitenkarte verteilt, die ihn als engen Berater Donald Trumps ausweist. Doch Fakt ist, spätestens seit Ende 2007 weiß Donald Trump über Felix Sater Bescheid. Ich kann Ihnen einen Zeitablauf schildern, der für Sie und Ihre Zuschauer hilfreich sein könnte. Am 17. Dezember 2007 erscheint ein Artikel in der New York Times. Titel: Ein Immobilienmanager mit beunruhigender Vergangenheit steigt in der Trump-Organisation auf. Darin berichten sie über Felix Saters Beteiligung am organisierten Verbrechen. Die New York Times macht am 17. Dezember 2007 im Lokalteil erstmals den kriminellen Hintergrund Saters publik und konfrontiert Donald Trump mit den Hintergründen seines Partners. Donald Trump zeigt sich überrascht. Zitat: Wir haben das nie gewusst. Wir prüfen die Hintergründe des Führungspersonals so gut wir können. Ich kannte ihn nicht wirklich gut. Zwei Tage später wird Donald Trump erneut auf Sater angesprochen. Es ist der Rechtsstreit, in dem er Timothy O'Brien und seinen Verlag auf 5 Milliarden Dollar Schadensersatz verklagt. Darin beteuert Donald Trump, diesmal unter Eid, dass er die Hintergründe Saters untersuchen will. 6 Jahre vor der Vernehmung 2013, in der er, wie gesagt, Folgendes behauptet. Wenn er hier im Raum sitzen würde, ich wüsste nicht, wie er aussieht. Er hat immer geleugnet, dass er darüber Bescheid gewusst habe. Aber wir haben ihn in unserem Prozess nach Bayrock und Felix Sater gefragt. Und dennoch macht er auch nach dem Prozess weiter Geschäfte mit diesen Leuten. Was zeigt uns das? Es zeigt uns, dass er im besten Fall über ein furchtbares Urteilsvermögen verfügt. Und es zeigt uns, dass er gewillt ist, als Partner mit Personen zusammenzuarbeiten, die einen ganz zwielichtigen Hintergrund haben. Geld machen ist ihm wichtiger als sein Ruf. Fred Oberländer, der Anwalt, der gegen Bayrock prozessiert, wirft Trump mehr als fehlendes Urteilsvermögen vor. Denn spätestens seit Dezember 2007 habe Trump von Saters krimineller Vergangenheit gewusst. Trump ist ihr Partner in vielen Geschäften. Er weiß spätestens jetzt Bescheid. Wahrscheinlich sogar schon früher, aber spätestens jetzt weiß er es auf jeden Fall. Was machst du, wenn du herausfindest, dass dein Partner ein Gangster ist, der Finanzbetrug begangen hat? Du lieferst ihn an die Behörden aus, du ziehst dich zurück, was auch immer. Aber eines machst du ganz bestimmt nicht: bleiben und für dein Schweigen mehr Geld verlangen. Das ist aber im Kern das, was Donald Trump getan hat. Dadurch wurde er Teil einer kriminellen Verschwörung und hat sich schuldig gemacht. So ist das im amerikanischen Strafrecht. Die Dokumente, die uns vorliegen, scheinen das zu bestätigen. Ende Januar 2008 soll es zu einem Treffen kommen. Also ein Monat, nachdem Donald Trump spätestens über Sater Bescheid weiß. An ihm sollen Donald Trump, seine Familie sowie die Bayrock-Führung einschließlich Felix Sater teilnehmen.
In einem Brief Saters an Investoren aus dem Ausland ein paar Tage nach dem Treffen berichtet er über das Meeting und beschwert sich über seinen Partner, Julius Schwartz. Julius hat iStar gesagt, dass ich große wirtschaftliche Anteile an BayRock besitze. Das ist sehr problematisch und könnte großen Schaden anrichten. Und weiter heißt es, er meint, ich solle mich zurückziehen, spätestens bis Montag. Sonst könnten die Banken die Kredite entziehen. Donald hat da die Möglichkeit gesehen, eine Gebühr für sich herauszuholen. Eine Gebühr? Schweigegeld? In jedem Fall legen die Dokumente nahe, dass Donald Trump seine Beziehungen zu BayRock nicht beendet hat. Obwohl er wusste, dass Sater ein Gangster ist. Aber ist er dadurch auch Teil einer kriminellen Verschwörung geworden, wie Oberländer und Lerner meinen? Wir fahren nach Minneapolis, wollen uns eine zweite Meinung einholen. Wir treffen uns mit William Black. Black ist einer der anerkanntesten Experten für Wirtschaftskriminalität, hat an vielen Strafverfahren mitgewirkt und ist ehemaliger US-Bankenregulator. Wir erklären ihm nicht, um welche Personen es geht, schildern ihm aber den Fall. Wenn ich erfahre, dass mein Partner vorsätzlich Gesetze verletzt hat, mein Partner wegen Betrugs verurteilt ist und er in einen neuen Betrug mit mir verwickelt ist und ich die Behörden nicht informiere, obwohl ich weiß, dass die Angaben, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, falsch sind, dann beteilige ich mich auch noch an einer Verschwörung. Verschwörung ist eine weitere sehr schwere Straftat. Die Fälle, die die Staatsanwälte wirklich lieben, sind die, in denen man Dokumente findet, aus denen hervorgeht, dass die Führungsebene alles wusste und es seit Jahren nicht offenbart hat. Es sieht also tatsächlich so aus, als könnte sich der amerikanische Präsident der Beteiligung an einer kriminellen Verschwörung schuldig gemacht haben. Ein schier ungeheuerlicher Vorwurf. Wir bitten den Präsidenten der Vereinigten Staaten um Stellungnahme zu den Tatsachen, die diesem Verdacht zugrunde liegen. Bis heute keine Antwort. Trumps Verbindung zu Sater könnte aber noch eine ganz andere Dimension haben. Bei seinen Recherchen über den Einfluss russischer Energiekonzerne auf die Ukraine stößt Scott Horton zufällig auf Saters Namen, ein ganzes Jahrzehnt vor der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten. Ich habe an einer Studie über russische Energiepolitik gearbeitet, als mir sein Name zum ersten Mal begegnete. Es war einer von vier Namen, die sehr enge Verbindungen zum Mogilevich-Syndikat hatten und anscheinend beauftragt worden waren, das amerikanische Hotel- und Glücksspielgewerbe zu unterwandern. Und ganz besonders die Trump-Organisation. Ich habe das 2006 erfahren. Ich hatte eine Quelle, die mit mir zusammengearbeitet hat. Das war ein ehemaliger, sehr hoher FBI-Agent, zuständig für russisches organisiertes Verbrechen. Er hatte die Information von seinen Mafia-Quellen in Moskau, dass es eine Liste von Leuten gab, die den Auftrag hatten, die Trump-Organisation zu unterwandern. Und es sind genau diese Verstrickungen zwischen Trumps Geschäftsinteressen, organisiertem Verbrechen, Geheimdiensten und dem russischen Staatsapparat, die das FBI untersuchen will. Wie bei jeder Spionageermittlung wird es auch um die Frage gehen, ob Verbrechen begangen wurden. FBI-Direktor James Comey wird am 9. Mai 2017 von US-Präsident Donald Trump gefeuert.